Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Heute geht's in Chamses Pyramide, ja! Ja, es scheint wirklich so, als wäre das hier die letzte Ruhestätte von König Chamses. Hier gibt es bestimmt raffinierte Sicherheitsmechanismen. Wir sollten uns in Acht nehmen. Ach, was soll schon passieren? Oh, Gegner, nein, ich will nicht kämpfen. Bitte geht einfach weg von mir. Kann ich dir einfach... Spinnen! Oh, nö, ich hasse Spinnen. Ist ja widerlich. Bäh. Okay, ersten Raum schon mal überlebt. Nur ein Spinnenangriff. Sonst nix. Alles easy. Oh, wenn man vom Teufel spricht. So, mal gucken. Sind die irgendwie schwierig anzuordnen? Somehow ein bisschen. Aber vielleicht auch... Ich habe nur zwei Züge. Was soll ich denn mit zwei Zügen machen? Also ich kann die so machen und dann kann ich zumindest ein... Nevermind. Hä? Ach man, ich bin schon wieder lost. Ich glaube, ich kann nur einen richtig anordnen. Also einen Vierer kann ich machen, aber zwei kriegst du doch niemals hin. Ich wüsste nicht wie. Und wir haben ja auch noch unseren Toad dabei. Der greift ja auch mit seinen komischen Münzen an, also alles cool. Machst du doch, oder? Ja, da. Nein, wenn er denn hier Münzen finden würde. Aber anscheinend waren hier schon so viele Grabräuber im Tempel unterwegs, dass hier gar keine Münzen mehr aufzufinden sind. Huch, Alter, das war ja voll der Ninja-Angriff. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja geil, ich habe schon wieder nur zwei. Okay, nee, diesmal geht's auf jeden Fall. Und den dann da rein. Geil, yeah. Ich bin doch nicht so dumm, wie ich manchmal aussehe. Obwohl, ich sehe gar nicht mehr dumm aus, Leute. Ich war beim Friseur seit 4 Monaten mal wieder. Jetzt sehe ich richtig klug und smart aus. Mhm. So, was sollen diese ganzen Stacheln hier links und rechts? Das gefällt mir nicht. Schnell weg hier. Wetten? Also ich erwarte jetzt von diesem Tempel hier tatsächlich, dass hier sehr, sehr viele Rätsel sind. Weil man halt schon so viele Rätsel lösen musste, um überhaupt hier reinzukommen. Schau, also hier haben wir auf jeden Fall... Ja, genau, eine Waage, hätte ich mir schon denken können. Und auf der anderen Seite kann der Toad hier einfach stehen bleiben, weil sonst geht das garantiert wieder hoch, genau. Toad, kannst du bitte da oben einfach stehen bleiben? Hier in der Mitte von dem Tor wird doch schon gesagt, was man machen soll. Beide sollen halt einfach nach unten drücken und dann kommt man da durch. Ja, Toad, du darfst mir das auch gerne nochmal sagen. Hä, was steht denn da? Ist das einfach eine Sackgasse? Ja, Toad, du bist ein ganz schlauer Toad oder so. Eigentlich nicht. Ich hasse dich nicht. Und hier komme ich auch gar nicht rein, ohne Faltkreis. Ja, moin, ich kann gar nichts machen. Oh nee, was mache ich denn jetzt, wenn ich nichts machen kann? Naja, okay. Dann ist dieses Abenteuer wohl beendet, weil ich weiß nicht weiter. Beziehungsweise ist hier noch eine Treppe. Okay, eine Chance gebe ich dem hier noch. Aber hier ist nur ein Block. Das ist ja jetzt irgendwie belastend. Was soll ich denn dann hier machen? Hier steht irgendwas. Die linke Inschrift ist hilfreicher. Toll. Das bringt mir gar nichts. Vielleicht ist hier etwas nicht so, wie es scheint. Ich meine, die Sonne da oben, da zeigen die Strahlen mehr nach rechts als irgendwo anders hin. Also vielleicht... Ah, vielleicht ist hier irgendwas vergraben. Ist das hier vielleicht Sand? Das ist Sand! Okay, er kann hier buddeln. Okay, das ist natürlich interessant. Ja, okay, da haben wir das, den Faltkreis. Ja gut, mit dem Faltarm können wir natürlich das Teil da einfach runterreißen. Und dann ist da eine Treppe. So, einmal runter. Hier soll dann auch irgendwas stehen. Ja. Ah ja, das ist ja komplex. Oh, diese Grammatik ist sehr alt. Ja, du studierst dann mal deine komischen Schriftzeichen da. Ich gehe so lange auf die andere Seite. Tada! Da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Oh, könnt ihr etwas leiser sein, während ich übersetze? Oh, die Tür ist ja schon offen. Wie hast du das denn hinbekommen, Mario? Ist ja der Wahnsinn. Auf geht die wilde Fahrt. Zeig dich unhold. Na, ich bin hier. Geh weg, du Geist. Oh nein! Ja, genau, das hier hat man in meinem Trailer gesehen. Oh, da war doch eben was. Oh nee, bitte Mario, du musst mir helfen. Ein Ding. Geister gibt es gar nicht. Das wird nur irgendein Mörder sein, der hier, keine Ahnung, Leute ermorden will oder Gold ausbuddeln will. Irgendwie sowas. Also nichts Schlimmes. Halb so... Ah! Aua! Halb so wild. Ah, Mario, was ist passiert? Oh nein, das muss der Fluch des Tempels sein. Ich habe nur ein Damage bekommen. Chill. Als ob der hier 100 Milliarden Jahre wartet, nur um mir einen auf die Gusche zu geben. Aber schon süß, wie der Toad die ganze Zeit so ängstlich da reinguckt, ne? Chill, Toad, du hast mich doch. Ich bin Mario. So, hallo, was wollen Sie von mir? Noch gar nichts. Großer Pilzkopf. Großer Pilzkopf ist immer da, wenn ich ihn brauch. Großer Pilzkopf ist auch rechts. Das ist ja super toll. Nein! Eine Falle? Wer hätte denn damit rechnen können? Oh nein, nicht die Mumien-Gumbas! Kleiner Toad, du musst mir helfen, die Mumien-Gumbas zu töten! Mumien? Oh nein, warum denn Mumien? Ach man, Archäologen müssen immer vor irgendwas Angst haben, ne? Irgendwas, was so richtig typisch ist für Ausgrabungsstätten. Aha, guck, das sind gar keine Mumien! Das sind einfach nur komische Gumbas, die sich als Mumien verkleiden!
habe ich euch enttarnt. Aber Scooby Mario kommt jedem auf die Schliche. Zeig dein wahres Gesicht. Du, Kobold. Oh, oh nein, ich darf da nicht reinfallen. Löcher sind zum Schließen da. Und dann platzt der Kumbaya. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Ach, ich singe heute schon wieder viel zu viel. Oh, hey, danke, dass du mich um dich gekümmert hast. Ich hätte dir geholfen, aber ich hatte so eine Angst. Irgendwie sind die Kompagnons in diesem Spiel allgemein so ein bisschen hilfefaul, kann das sein? Oh, das ist ja faszinierend. Was könnte wohl die Aufmerksamkeit von dermaßen vielen Spinnen erregen? Sind das nicht Todfüße da? Was? Die essen Todsauf? Hallo, lass bitte den Tod in Ruhe. Und wie? Ah, nein, lass bitte Mario in Ruhe. Ich habe kein Gesicht, also kann ich auch nicht reden. Okay, das ist witzig. Olivia nutzt den Tod einfach als so eine Fotowand. Mega cool. Kleiner Tod, ich werde dein Gesicht wiederholen. Sarkophag 1423. Das hat garantiert noch eine Bedeutung. 1423. Das heißt, erst den anhauen, der nur ein Dreieck ist. Dann den anhauen, der vier Dreiecke ist. Also ein Triforce hat vier Dreiecke. 1, 4. Dann den mit zwei Dreiecken. Das ist der hier oben. Und dann den mit drei Dreiecken. Das ist der hier. Okay, das war easy. Guten Tag. Der Tod. Kinderfisch. Okay, ihr könnt mir nicht sagen, dass die Decke nicht von oben runter kracht, wenn ich hier jetzt langlaufe. Ah! Okay, es passiert ja gar nichts. Oh, diese ganzen Jumpscares hier. Nanu? Was ist denn? Ich bin Archäologe, kein Arandrologe. Aber es sieht mir nach einem riesigen Spinnnetz aus. Oh, hier werden den Toads, glaube ich, die Gesichter geklaut. Aber sowas von werden den Toads hier die Gesichter geklaut. Oh Gott. Oh, es tut mir so leid für euch. Einfach rausgestanzt bei den Toads. Ein Stern leuchtet den Weg. Ein Stern leuchtet den... Okay, nächstes Rätsel auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lösung des Rätsels in einem anderen Raum ist. Also müsste das eigentlich irgendwo hier sein. Ja, okay, man muss, glaube ich, einen Stern da draus machen. Und wo haben wir hier einen Stern? Okay, lass mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Spitze. Das hier könnte die Spitze sein. Dann geht da... Ah, ich sehe den Stern. Ja, ich sehe ihn. Okay. Ich bin einfach nur dumm, Leute. Ihr seht ihn auch jetzt schon, ne? Wenn ich das hier so mache. Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, sichtbar. Und dann noch die beiden. Und dann haben wir noch den Stern. Ah, ja, mega gut. Ich mag diesen Tempel richtig gern. Ich liebe solche Rätsel. Geil. Oh nein, Wachen. Was sollen wir tun gegen diese Wachen? Wir schleichen uns an, hauen einmal mit dem Hammer. Halt, wir müssen dich durchsuchen. Okay, kann man das irgendwie smart machen? Man kann die da rüberbringen? Ach, das ist mir schon wieder alles viel zu complicated hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, dann lass das doch so. I don't know. Ein bisschen belastet mich das aber schon. Weil in den Reviews, die ich zu diesem Spiel gelesen hatte, da wurde ab und zu gesagt, dass dieses Spiel viel zu einfach sei mit diesen Anordnungen und so. Und dass das immer dieselben Muster sind. Pipapo. Und dass man das dann einfach aus dem FF irgendwann gemacht hat. Aber bei mir hat sich das bisher noch nicht eingestellt. Also ich finde das nicht so einfach mit diesen Anordnungen. Entweder bin ich einfach richtig dumm. Kann ich mir gut vorstellen. Oder aber das Spiel ist gar nicht so leicht, wie diese Reviews gesagt haben. Oder dem nur ganz am Anfang gespielt, wo wirklich noch alles sehr, sehr einfach war. Aber dann darf das ja eigentlich kein richtiges Review sein. Egal, auf jeden Fall machen wir richtig schön Damage. Wenn jetzt nochmal der kleine Toad mithilft, dann sollte auch der Typ da vorne sterben. Sehr gut. Ich bin ein Profi. Ah, Stiefel, wirklich nett. Stiefel in euer Gesicht. So, weiter geht's. Oh yeah, Disco. Hä, sowas gehört doch nicht in eine Pyramide. Was soll das denn hier? Was ist denn jetzt los? Das ist nicht so Musik. Für mich ist das nur nervtötender Lärm. Hör auf mit dem Blödsinn und leg was auf, wozu ich tanzen kann. Wenn ich nicht gleich am Grooven bin, wäre das ein ziemlicher Gesichtsverlust für dich. Und zwar wortwörtlich. Yo, 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 lass mal stecken. Ich finde schon was Grooviges. Nee, ich werde jetzt neuer DJ. Mario, rette mich. Der Typ ist echt schräg. Er will die ganze Zeit groovige Mucke von mir. Wenn du mir nicht hilfst, wird er mein Gesicht nehmen. Mein Gesicht, bitte hilf mir. Oh nein, nicht dein Gesicht. Die schöne Sonnenbrille. Das wäre doch schade drum. Ein Ding, ich habe bestimmt die richtige Platte für dich dabei. Guckst du hier. So, das hier ist für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's. Oh Gott, richtig schlagermäßig. Ekelhaft. Oh, ich hasse es. Die besten 5 Sekunden könnte man mit zusammenschneiden und für Werbung benutzen. Der Rest ist völliger Schrott. Chip, 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 chip. Ein Glück habe ich. Noch eine. Hier. Wenn das nicht groovy ist, dann weiß ich auch nicht.
Nein, ich hasse es! Ja, ja, gut, ich verstehe, warum den Leuten sowas gefällt, aber für mich ist das einfach nix. Oh. Tja, mehr Platten habe ich leider nicht. Lass wir auf Plattenjagd gehen. Vielleicht ist ja hier eine drin. Nö, aber Geld nehme ich auch mit. Und hier werden die gesichtslosen Toads einfach genötigt, die Disco-Beleuchtung hier rumzudrehen. Ist die Platte wirklich erst hier unten, ja? Hallo, kleiner Sarkophag. Hast du vielleicht eine Platte für mich? Ich bin leider zu schwach. Sorry. Das ist ja ein bisschen belastend. Gegen den will ich nicht kämpfen. Oh, hier sind aber schon wieder Symbole drauf. Das hat wieder irgendwas zu bedeuten. Ein Tod ist hier auch noch irgendwo versteckt. Bitte gehen sie alle weg. Oh Gott, oh Gott. Da ist die Platte, die ich brauche. Hundertprozentig ist das die Platte. Sieht so aus, als wenn man hier was schleifen könnte. Ja, Tatsache. Du hattest recht, kleiner Tod. Da wäre ich hier niemals drauf gekommen. Der Reihe nach links über der Sonne gelegen. Nur mit der Stärke von 10 kannst du etwas bewegen. Kein Plan, gucken wir uns später an. Ach, hier haben wir noch einen Knopf. Was macht der Knopf? Knöpfchen drücken! Noch mehr Geheimgänge, aber die CD will ich trotzdem haben. Au! Nein, keine CD für dich! Aber ich will die CD haben! Nein, keine CD für dich! Aber warum denn nicht? Kleine Tove, wir brauchen doch die CD! Lass uns die CD mitnehmen! Guck mal, hier ist eine CD! Nein, keine CD für dich! Mann, oh. Dann halt nicht. Huch! Hä? Lol. So, so, keine CD für mich, ja? Was hältst du dann von den Faltarmen des Todes, hä? Oh. Ich dachte, wir töten jetzt die Typen darin. Shower Thrill. Das ist bestimmt Thriller von Michael Jackson darin. Wenn das Monster das nicht mag, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wohl groovy. Also wenn er das nicht groovy findet. Oh, er findet's groovy. Oh yeah, das ist der Groove, wo man mitmoved. Oh yeah, diese Bassline. Die lässt mein Körper richtig tun, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Yeah! Halt, Moment, ich will auf dem Tanzfest nicht allein sein. Warum ist hier so tote Hose? Wer hat die Stimmung gekillt? Ich leg dir keine Kessel Sohle aufs Parkett, wenn nicht alle anderen auch die Fetzen fliegen lassen. Was? Nein, komm sofort raus. Naja, wenigstens mag er die Musik. Hier, nimm meine tragbare Musikmaschine. Damit kannst du bestimmt die Toads alle zum Tanzen bringen. Wir brauchen so 40 Stück. Ja. Lol, jetzt sind wir selber DJ. Kommt alle mit, wir machen die größte Party aller Zeiten für das Monster. Guck mal, der Buhu da hinten tanzt auch schon mit. Wie witzig. Ah, das meinten die mit 10. Ich brauche 10 Toads, die hier mithelfen zu schieben. Kommt alle mit. Wie witzig das ist, dass auch die Gegner alle tanzen. Und die greifen dann auch nicht an. Sogar die Toads im Spinnennetz tanzen alle mit. Aber ich kann denen nicht helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich werde die garantiert alle brauchen. Guckt euch an, wie viele fucking Toads das sind. So, ich glaube, inzwischen habe ich dann über 10 Toads. Jetzt sollten wir das eigentlich runterdrücken können. Ja, okay. Da ist nochmal ein weiterer Toad drin. Neisenstein. Aber was ich jetzt mit den anderen hier machen soll? Ich werde die einfach mal alle runterschieben und gucken, was passiert. Geil. Ein Herz-Upgrade. Aber wir halten mal fest, alle Gegner tanzen, aber diese komischen Spinnen hier tanzen natürlich nicht. Spinnen sind so komische Wesen, ey. Wollen nicht mehr tanzen. Aber gut, wir brauchen auf jeden Fall noch die CD und 3 weitere haben wir auch noch. Garantiert wieder ein Gegner. Ja, klar. Ja, und dann sind das auch noch so ultra viele. Als ob ich Bock hätte, gegen die zu kämpfen. Yay. Das ist die Maxi-Power-Platte. Ja, yeah. So, cool. Damit haben wir alle. Und können den witzigen Weg nach unten gehen. Ja, Treppen nach unten sind immer richtig witzig. Keine Sorge, ihr groovigen Toads. Ich werde euch alle retten. Oh Gott. Okay, ich darf hier nie wieder weg. Das ist jetzt einfach mein Leben mit den ganzen Spinnen hier. Und da... Oh, ein Superstern. Bitte gib mir diesen Superstern. Ja, geil. Oh ja. Bam, bam, bam. Ich mache euch alle fertig. Ich bin Super Mario 64. Blöde Spinnweben in meinem Keller. Was soll das in meinem Keller? So, dann kommt mal alle mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich glaube, das sind genau... Nee, es sind mehr. 25 oder so waren das. Geil. Hey, geil, jetzt haben wir ja 40 Toads. Das ist ja toll. Da können wir ja jetzt tanzen gehen. Tanzen, tanzen. Und das hier sieht so aus, als wenn hier noch irgendwas vergraben wäre. Yep. Okay, auf zur Tanzfläche. Wie hier die Tanz-Action und so dann aber abgeht, weil wir wahrscheinlich auch gegen den Boss hier dann kämpfen werden.
gucken wir uns am nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Guck mal, wie viele Toads ich hierbei habe. Einfach 40 kleine Toads als Armee hinter mir. Aber alle gesichtslos leider. Oh Gott, naja, dann sind sie wenigstens nicht so nervig und laut. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.